Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Marco. Heute haben wir Neuheiten für euch. Ganz viele Neuheiten. Ja. Wir fangen klein an. Genau, und arbeiten uns dann hoch. Werden immer größer. Also, kleine Sets, zum Schluss die ganz, ganz großen. Bleibt also dran. Es ist in den letzten Tagen, in der letzten Woche ganz viel neue Ware angekommen. Und du hast einen schlauen Zettel mit Preisen drauf. Ich habe mir einen schlauen Zettel mitgebracht. Dann können wir euch jeweils auch erzählen, wie teuer die Sets sind. Das kann ich mir bei der Menge nämlich nicht merken. Und legen wir direkt mal mit was für Kindern los. Genau. Kogo, 4 neue Sets. Das sind jeweils 2-in-1 Sets. Ne? Du kannst sie als einen Stand aufbauen und als ein Auto. Finde ich klasse. Jeweils eine Figur dabei. So eine Kogo-Figur. Und wie teuer ist so eins von denen? Das sind 11,95 pro Set. 11,95 für sowas kann man nicht meckern. Nö. 200 Teile ungefähr. Gut 200 Teile, prima. Mehr Teile, aber kleiner. Dinos. Dinos von Balodi. Sehen süß aus. Auf der anderen, auf der Rückseite gibt es hier so ein tolles comichaftes Bild. Das zeigt euch aber nicht wirklich, wie das Set aussieht. Schick. 6 Dinos, eine ganze Serie. Ich sehe einen Ankylosaurus, einen T-Rex wahrscheinlich, einen Stegosaurus, einen Pterosaurus. Bacillosaurus, was es halt so gab. Genau, prima. Wie teuer sind die? 14,95 €. 14,95 € und da haben wir in dem Fall beispielsweise 1060 Teile, sind Diamond Blocks. Aber moderne Diamond Blocks, das sind sogar mittlerweile Curved Slopes dabei. Okay. Also die alten Diamond Blocks hatten ja immer nur diese sichtbare Noppe oben drauf. Mittlerweile gibt es Fliesen, gibt es Schrägsteine, Dachsteine und jetzt auch diese Curved Slopes. Also die werden, noch gar nicht. Die werden immer, vielfältiger auch in ihren Teilearten. Das finde ich cool. Bleiben wir klein. Von Lotz kann man hier gar nicht so toll drauf erkennen. Hier so kleine Bärenfiguren. Na, das ist eine Katze. Ja, was eine coole hier. Guck mal hier mit Sonnenbrille. Und ein... Der starke Panda. Der starke Panda. Ja. Könnte jetzt Olli mehr dazu erzählen. Ist auch so eine Serie. Ich glaube, die anderen hier haben wir auch schon. Wie teuer sind die denn so? Ja, also die kleinen hier, die würfelförmigen, die kosten 11,95 €. Nein, stimmt nicht. 12,95 €, Entschuldigung. Ja. Und der starke Panda 14,95 €. 14,95 € für 1200 Diamond Blocks. Jawohl. Auch cool. Hier haben wir eins schon aufgebaut. Werden wir wahrscheinlich bald ein Bricks ganz fix Video dazu machen von Moju. Auch so ein Diamond Block Set. Ja, so ein bisschen Löwenkopf als Vase und drauf ein Kaktus. Ja. Das ist eine ganze Reihe. Wir haben mehrere Sets. Das ist als erstes und als einziges bisher gekommen. Die anderen werden aber auch bald hier eintreffen. Also noch mehr Pflanzen aus Diamond Blocks, mehr Sukkulenten, mehr Kakteen. Ja. Jawohl. Aus Tierköpfen. Kann man auch nie genug davon haben. Ja, nee. Mit so einem süßen Tierkopf. Und er hat sogar einen kleinen Schwanz auf der Rückseite. Finde ich gut. Wie teuer sind die? 8,95 €. 8,95 € für 750 Teile knapp. Dann haben wir noch eine Diamond-Block-Serie von Balodi. 6 Hunde, wer mitzählt. Das sind nur 4 Kartons. Die beiden anderen Kartons sind auch da, aber wurden mir irgendwie nicht gebracht. Man muss es nicht verstehen. Kleine Hunde. Süß. Im Shop kann man jeweils nachlesen, was das sein soll. Also ich kenne mich jetzt mit Hunden nicht so gut aus. Das hier könnte ein Husky sein beispielsweise. Ich kann mich aber auch irren. Und sie haben alle was an. Sie sind alle irgendwie bekleidet. Ne? Es sieht irgendwie, da hätte ich jetzt gesagt, superheldenmäßig aus. Aber es. Insgesamt sind es 6 Sets. Und wie teuer? Für 11,95 € pro Stück. 11,95 €. Wunderbar. Kann man nichts sagen. Auch hier mit Slopes und so, also schön verkleidet. Man sieht praktisch keine einzige Noppe. Und hier haben wir ein Set aus 8 Sets. Die kann ich euch nacheinander zeigen, aber die sehen alle von vorne gleich aus, weil es die gleiche Verpackung ist. Hier auf der Rückseite wird jeweils angekreuzt, welches von den Sets es tatsächlich ist. Eins davon hatten wir schon aufgebaut. Das Video haben wir sogar schon gedreht. Wird man auch bald sehen. So kleine Stände mit einem Stück
Bodenplatte aus Pappe, das puzzelartig links und rechts jeweils so eine Lücke hat, dass man sie miteinander verbinden kann. Zu einem Straßenzug. 8 Sets. Ich habe hier die 8 Kartons. Ihr müsst mir glauben, dass es 8 verschiedene sind. Die unterscheiden sich nur in Form der Haken auf der Rückseite. Für 14,95. 14,95 für so einen? Für 14,95. Nice. Wie viele Teile es sind pro Set, kann ich erkennen. Steht aber bei uns im Shop, soweit ich weiß. Bestimmt. Jeweils eine Figur dabei. Das hier finde ich persönlich ziemlich cool. Das seht ihr jetzt noch so in diesem Display-Karton. Wir werden es allerdings einzeln anbieten. Den Display-Karton können wir also gleich wieder vergessen. Erinnert mich so ein bisschen an so eine klassische Creator-Serie. 2-in-1-Set. Man kann einen Mac-Dino-Roboter draus bauen oder ein Meerestier. Ah, okay. Und jeweils hier 230 Teile für das Seepferdchen. Es gibt einen Wal, finde ich toll, gefällt mir. Es das habe ich gar nicht gesehen, dass das Transformer Tintenfisch oder Krake. Setze. Ja, kann man jeweils auch so was anderes draus bauen. Ne? Das hat 240 Teile. Und jedes von den Sets kostet 11,95, wenn ich mich nicht irre. Schick. Hier so ein Clownfisch. Erzähl einen Witz. Ich habe zu viele Disney-Filme gesehen. Ein Stachelrochen, ein Manta sogar, würde ich sagen. Ein Teufelsrochen. Sehr cool. Ein Seestern. Ein Krebs. Hier habe ich mal reingespickt, um zu gucken, ob das Sticker oder Prints sind. Es sind Sticker. Es ist ein Stickerbogen dabei. Und ein Schwertfisch. Ich hätte jetzt fast Nasenhai gesagt, aber gut. Ich glaube, es ist so ein Schwertfisch. So einer von diesen so in Richtung blauer Marlin und so diese ganz schnellen Fische, die auch Räuber sind. Aber keine Haie. Ich glaube, es gibt auch gar keine ist eine sehr coole Serie, dass man da auch diese Mechs draus bauen kann. Brauche ich persönlich jetzt nicht. Ich bin großer Fan von Meerestieren, aber Kinder ist es bestimmt cool. Ich finde es cool. Ich dachte jetzt, das wären nur die Tiere. Dass das mit den Mechs da noch dabei ist, mir gar nicht aufgefallen. 2-in-1. Cool. Noch was, das werden wir wahrscheinlich als komplettes Display im Online-Shop haben. Weiß ich jetzt den Preis auch noch gar nicht. Und einzeln wird man es in den Stores sich mitnehmen können. Von Kogo kleine Rennwagen. Kann man richtig so Rennen ausspielen. Mhm. Das habe ich früher als Kind auch gemacht. Ich hatte einige Straßenplatten. Ich habe dann so eine große Arena aufgebaut und dann war immer das Rennen und dann bin ich immer so ein Stück weiter mit allen Autos nach vorne. Als Kind hat mir das einen Riesenspaß gemacht. Noch was? Schicke kleine Pflanzen in Töpfen. Auf den Töpfen ist jeweils ein Print drauf. Von Januar bis Dezember. 12 verschiedene. Das ist auch cool, ja. Das werden wir in den Stores auch einzeln zum Mitnehmen haben. Und online verkaufen wir das komplette Display. So wie es ist. 12 Sets, schön eingeschweißt, zum Bestellen, zum Mitnehmen. Jawohl. Auch da weiß ich den Preis jetzt noch nicht. Und da, bei dir steht er auch nicht. Ich hab's schon gesucht, da brauchst du dich, das hast du da nicht. Von Moju, die machen jetzt auch Diamond Block Sets. Die haben sich eigene Gussformen für Diamond Blocks entworfen, angeschafft und produzieren jetzt seit neuestem auch Diamond Block Sets. Mit diesen Vitrinen. Finde ich ziemlich schick. Die sind dabei. Die sind dabei, ja, ja. Cool. Was du da siehst mit diesen Schleifen. Man sieht es ja von vorne gar nicht. Genau. Deshalb. Mit diesen Vitrinen, mit diesen Schleifen. Cool. Ja, gut, dass du es sagst. Mit diesen Schleifen obendrauf, inklusive der Vitrinen. Hier 1280 Teile. Finde ich klasse. Wie teuer? 19,95. Für über 1000? Ja. 1283. Okay. Die sehen auch ordentlich groß aus. Na gut. Wenn mit das so Vitrine. Ist, dann ist das so. Das finde ich ja cool. Die gibt es in 2 Farben. Eine ist neu, schwarz, glaube ich, und die andere grau hatten wir schon. Ja. So Displays. Was würdest du da reinstellen?
Ja, also so ganz spontan fallen mir da natürlich ein paar von unseren Fahrzeugmodellen ein, die da gut reinpassen würden, sich drin gut machen würden, wenn ich sie nicht schon zu Hause in der Vitrine stehen hätte. Das Coole an denen ist auch, geht ordentlich was rein. Das ist der Vitrinenboden. Und das hier sind die dazugehörigen Podeste. Die kann man reinbauen. Okay. Ja, muss man aber nicht. Ne? Also du kannst die Vitrine auch so benutzen für irgendeinen, warte, einige 1:18 Autos müssten da reinpassen. Ach, das ist das Dach, was ich gerade habe. Okay, alles klar. Ja. Geht gut was rein. Geht gut was rein. Finde ich cool. Und jetzt haben wir sie in zwei Farbvarianten. Weißt du, wie teuer die sind? Die kosten 12,95 Euro pro Stück. Okay. Und wie man ja sieht, vorbildlich eingepackt. Also die verkratzen die so. Die kommen sicherlich unverkratzt an, ja. Hervorragend. Ja, nice. Deluxe Collectible Item. Natürlich auch für eure Minifigurensammlung, wenn ihr zu Hause Minifiguren habt. Wahrscheinlich dafür die Treppen. Ja. Jo. Kann man machen. Und man braucht was anderes. Ich glaube, das lässt sich ja bestimmt auch auf normale Noppensteine draufsetzen. Sicherlich, das kann man auch für was anderes noch gebrauchen. Ne? Ich meine, das ist mal ein Brick, oder? So von der Länge. Das ist mal ein Brick, ja. Cool. Noch ein Diamond Block Set von Lezi. Und Lezi steht mittlerweile hier unten. Hier oben steht Segao. Lezi ist nämlich eine Marke von Segao. Das ist ein Castle Building Block. Ich glaube, das ist eine Universität. Also ein Gebäude von der chinesischen Universität. Ja, sieht aber hübsch aus. Also gut geschönes Gebäude. Ja. Schwer, ne? Es hat ein bisschen Gewicht, ja. Ist ein bisschen was drin. Ja. Wie viele Teile sind das? 3841. Jo. Schön an Diamond Blocks ist es bezahlbar. Ja. Guck mal nach, wie bezahlbar. Und zwar für 42,95. Für 3800? Ja. Ja. Und es verbraucht nicht viel Platz. Passt, ja. Für so ein Architekturset. Wenn es aus normalen Steinen wäre. Ja, haben wir ja auch so ein paar Sets. Ausladende Sets. Ist die nicht süß? Wir haben sie hier schon aufgebaut. Für ein Video. Wenn sie mir jetzt nicht runterfällt. Ja. Tada! So eine kleine süße, ein bisschen komikhafte. Ja, wir haben eben schon gedacht, da fehlt irgendwie die Hälfte, aber nein, die soll so sein. Die soll so sein. Und das ist das. Also in einem Gesichtspunkt für mich das originalgetreueste bisher aus Noppenstein gebaute Abbild. Denn diese sternförmige Unterseite hier am Fuß des Podestes, das ist so auf Liberty Island, hat bisher kein Set. Das hört alles hier auf, aber das hier unten ist drunter einfacher, wenn's da gehört aufhört, dazu. Ja. Finde ich süß. Wie teuer ist das Ding denn? 1995. Ich glaube 414 Teile oder so. 414 Teile, ja, genau. Klasse. Statue of Liberty von Wangi. Und ich habe noch ein größeres Wangi-Set. Das baut die Elke jetzt auf. Werden wir euch auch bald vorstellen. Das Farnsworth House. Das ist von Ludwig Mies van der Rohe designt worden. Also ein echtes Design-Prunkstück. Wer ist das? Ist das? Es ist ein ganz, ganz bekannter Architekt. Ah, okay. So ein bisschen wie in Deutschland dieser Bauhaus. Ah ja, verstehe. Ne? Ich würde mir ja Sorgen machen, dass man mir da abends bei allen zuguckt. Ja, ne? Ist ein bisschen, aber vielleicht ist das Badezimmer dann irgendwie in dem Bereich, den man nicht sieht. Kenne ich mich noch nicht mit aus, aber ich werde mich mal schlau machen fürs Video. Ja, und ich habe mich schon schlau gemacht, was den Preis angeht. 39,95 Euro. Super. Ja. 661 Teile, jawohl. Ist das nicht toll, wie uns die Sachen hier auf den Tisch gereicht werden? Mal vielen Dank an die Kameracrew. Mopeds, Motorräder von Others. Others, ja, das ist also eine Marke. Ich müsste nachgucken, was es ist. Füllen wir unter Others, da bündeln wir Sets von verschiedenen Marken, von denen wir jeweils nur sehr wenige Sets haben. Wenn wir irgendwie 10, 15 Sets einer Marke haben, machen wir da einen eigenen Markenbereich draus, wo man es dann findet. Aber schicke Motorräder, würde ich sagen. Sehr schick. Machen was her, ja, auf jeden Fall. Machen was her. Technik. Das wirkt jetzt hier verchromt. Ich glaube nicht, dass es verchromt ist, aber zumindest nach starkem Metallic werden wir sicherlich mal eins aufbauen. Der Stefan, der baut so gerne Motorräder, sagt er immer.
Dann darf er mal ein Motorrad aufbauen. Wie teuer sind die? 29,95 Euro ja. pro Stück. Ja. Für 70, 700, 800 Teile. Ja, ordentlich. Ist gut. Sehen auch hübsch aus. Jetzt wird es immer größer. Was ein Karton? Was für ein Karton und was für ein Set. Da passt das Set dann auch aufgebaut rein. Das soll nämlich so sein mit einem Sichtfenster. Displaybox, ja. Eine Displaybox, ein richtig dicker, edler Schuhkarton auch. Ein Blumenbouquet, ja, richtig. Das wird ein Blumenbouquet, wie man es hier schon sieht, mit einer LED-Lichterkette, die sich um das Blumenbouquet herumwickelt. Und es ist auch noch so ein schickes Papier mit einer Schleife dabei, dass man das Blumenbouquet noch darin einwickeln kann. Das macht natürlich was her in dem Kasten, ja. Sehr, sehr edel. Ich glaube auch 1600 Teile oder so. Und ich meine 60 Euro. Ja, 59,95. Ha, als hätte ich es gewusst. Also das ist aber wieder was ganz anderes. So, so edel verpacktes Set. Toll, habe ich noch nicht gesehen. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist hübsch, macht was her. Steht da, if I can get a flower every time I think of you, then I will always walk in the garden. Der nächste Muttertag kommt bestimmt. Oder was für die Liebste. Genau. Den Liebsten, das Liebste. Und noch ein, aber richtig krasses Motorrad. Ja. Wie nennt man die? Fat Bikes oder wie heißen die? Und das ist, das hat irgendwie einen, das ist irgendeine Anime-Lizenz. Eine asiatische Anime-Lizenz, so wie es aussieht, oder ein Computerspiel, sind nämlich auch zwei Minifiguren, zwei Zembo-Minifiguren dabei. Natürlich nicht im richtigen Maßstab zu dem. Das wäre jetzt Motorrad. Die nächste Frage gewesen, ja. Nee, aber die Incarnation Motorcycle. Ja, sieht cool aus. Sehr cool. Brick-Build das meiste, aber sieht wirklich sehr massiv aus. Würde ich auch fahren. Abgefahren und auch schick eingepackt hier mit uiuiui. Werden wir euch bestimmt auch mal aufgebaut zeigen. 36 cm ist das Ding lang. Und wie teuer ist es? 69,95. Ja, okay. 1280 Teile, ja. Klar. Dann haben wir mal noch zwei Sets vom Kobi. Einen Panzerkampfwagen 5 Panther der deutschen Wehrmacht. Sieht so ein bisschen nach Afrika-Feldzug aus von den Farben her. Da wüsste der Olli jetzt mehr dazu. Da könnte er mit Sicherheit was dazu sagen, ja. Als Maßstab 1:28 schreiben sie hier mittlerweile auch drauf. Natürlich padprinted, nur Prinz, keine Sticker. Wie teuer ist der? Für 55,95. Jawohl. Und hier ist was, da hat sich Micha, der gerade im Urlaub ist, schon gemeldet. Den würde er ja aufbauen, wenn man ihn ihm anbieten würde. Der ist klasse. Die Serie der großen Automobile im Maßstab 1:12, genau, hier steht es auch, geht weiter bei Kobi. Richtig, richtig toll. Ein alter Citroën Traction Avant 11 CV. Sehr, sehr cool. Ja. Auch der ohne Sticker, also alles, was ihr seht, hier vorne ist bedruckt. Richtig klasse. Edel, edel. 1900 Teile. Für 139,95. Ja, ist auch ein echtes Premium-Set. Guck mal hier, Details aus dem Motorraum hier auf der Schmalseite. Ah ja. Ist schon cool. Klasse. Das werden wir uns genau anschauen, wenn es gebaut ist. Und auch da meinte der Micha schon, also das würde ja ich ja eigentlich auch, aber ich baue noch ein Mittelalter-Set. Das französische Restaurant. Ein neues Novatown-Set von Mold King. Das sieht mir aus, auch mit der von der Baseline, ja, hier sieht man es, zwei 16 Noppen breite, schmale Modular Buildings nebeneinander. Und sehr schön eingerichtet, ja. Sehr schön eingerichtet. Die Pastellfarben finde ich toll. Ja, klasse. Der ganz helle Gelbton, das, ich glaube, wahrscheinlich Sandgrün. Sehr schick. Werden wir uns aufgebaut anschauen. Werden wir ein Video dazu drehen. Wie teuer? 149,95. Okay. Bei 3000 Teilen ist in Ordnung. Ja, bisher baut sich's ganz gut. Da bin ich gerade mit Bauschritt 1 von, ich glaube, 5 fertig. Ein neues modulares Mittelalter-Set unserer mittelalterliche Stadtserie von Urge. Ihr seht, die Serie wächst und gedeiht. Da hatten wir ja schon mal ein Video zugemacht, wir zwei. Ja, zu allen bisherigen Sets haben wir schon Videos gemacht. Die
ersten drei Sets haben wir in der ersten Charge mit Bluebix Pro Karton bekommen. Zwei von den Sets sind jetzt wieder angeliefert worden. Diesmal steht oben in der Ecke Urge. Die Sets sind ja auch made by Urge. Ob ihr jetzt aber diese Stelle mit Urge oben in der Ecke oder mit Bluebix Pro in der Ecke bekommt, der Inhalt ist identisch. Ja. Habe ich auch in die Set-Beschreibung reingeschrieben, weil wir jetzt momentan von beiden Sorten was auf Lager haben. Und je nachdem, was gegriffen wird, ist halt das eine oder das andere in der Ecke, aber der Inhalt ist gleich. Genau, für 119,95. Ja, und wie viele Teile hat das Ding? Moment, schauen wir mal vorne drauf. 3061. Auch super. Ja, ein blauer Karton. Ein blauer Karton, genau. Und was ist da drin? Dass da... Schick sieht's aus. Ja, das habe ich auch schon gesagt, als ich den eben gesehen habe. Sehr schick sieht's aus. Hübscher Karton. Wird bereits gebaut. Müssen wir euch natürlich auch zeigen. Auf der Rückseite sieht man ja auch nichts. Der Karton ist mal was ganz anderes. Ja, ne? Werbefrei. 1:10 steht drauf. Also ein... Ja, hier sieht man noch, aber auch nicht wirklich viel. Ne? Ja, nee, da sieht man, glaube ich, noch weniger. Ja, ist schick. Die Seite ist schon auf jeden Fall ein schickes Fahrzeug. Bei uns im Shop habt ihr mehr Bilder davon. Ein schicker Sportwagen. Wie teuer? Ebenfalls 119,95. Okay, und hier weiß ich, das sind irgendwie 2100 irgendwas Teile. Ein neues Technikset von Riobrix. Ich habe gesagt, es wird immer größer. Ja, das ist ein ganz schöner Oschi. Das ist ein ganz schöner Oschi. Dürften ein paar Sticker dabei sein. Fernbedienung. Ja. Motoren. Die sind dabei. Das Ding ist ferngesteuert und motorisiert. Und ein Mock entwickelt in der Tschechischen Republik. Ja, sehr lizenziert schön. Natürlich. Also wunderbar. 149,95. Und jetzt hätten wir fast was vergessen. Es sind ja auch drei Bluebix Specials gekommen. Und da die Kartons jetzt nicht so spannend aussehen, habe ich mir gedacht, wir stellen sie einfach gebaut hin. Diese, wie heißen sie? Das sind die 8W Umbauwagen. Umbauwagen. Genau. Mit einer abgefahrenen Technik hier unten, die lange getestet wurde und funktioniert. Ja. Denn es ist wirklich drei Achsen, eine davon in der Mitte, das kurventauglich zu bekommen. Sehr schwierig, ja. Sehr schwierig. Da haben Pascal und Niklas viel dran getüftelt. Ja. Viel Zeit investiert. Und sie haben es geschafft. Das ist der erste Klassewagen hier, ne? Mit dem gelben Streifen, ja. Werden wir euch auch nochmal in einem eigenen Video vorstellen, die drei. Die sind jetzt auf jeden Fall auch alle lieferbar. Wie teuer sind sie? Die kosten 29,95 pro Stück. Ja, prima. Und 8W, ne? 8 Noppen Breite. Da passt was rein. Sehr cool. Ich kriege die jetzt garantiert nicht auf Anhieb hier drauf. Na, so. Passt. Jo, zurück zur Technik. Material Handlers. Ja, gut, also der bewegt beispielsweise Holz. Happy Build, ein Mock von Shineyu. Von dem haben sie ja schon einige Mocks. Das ist ein bekannter Mock-Designer von Technik. Sets. Ich dachte, das wäre ein Vollernter im ersten Moment, aber es ist nur so ein Holzlade. Aber immerhin, der macht auch ordentlich was her. 2000 also, Teile und kann auch was. Scheinen die Motoren dabei zu sein. Ja. Wie teuer ist er denn? Der kostet 179,95. Ja, dann sind die Motoren dabei. Und noch einige Aktuatoren hier. Den würde ich auch gerne bauen. Das Ding dürfte, wie viele Motoren hat er? 1, 2 XL-Motoren, ein Servo, 3 L-Motoren, ein M-Motor. Heieiei, der hat ordentlich motorisiert, ja. Der hat jede Funktion motorisiert. Der kann also nicht nur fahren, der kann auch mit seinem Händler alles greifen. Ferngesteuert, krass. Cooles Teil. Dann haben wir hier noch einen großen Technik. Ja, ist ja kein SUV, ist ja ein, Pickup. Ja. Ein dicker, fetter Pickup mit 3250 Teilen. Huiuiui. 1:8 im Maßstab. Wie teuer? 149,95. Oh, das ist, eigentlich schon. Okay. Und den kennt ihr noch nicht. Ihr denkt nur, ihr kennt den schon. Der sieht
praktisch identisch aus wie das rote Supercar von Kada, das wir schon einige Male hatten, nämlich wie, haha, dieses hier. Ist aber in einem Detail nicht identisch, nämlich der ist motorisiert, der kommt ohne Motoren. Das ist die irgendwie 42W, das ist die 43W. Der hat ein paar mehr Teile, weil die Motoren ja mit Pins und Teilen links und rechts dran integraler Bestandteil des Autos sind und hier Motoren-Dummies gebaut werden müssen. Das muss sein. Deswegen hat der ein paar mehr Teile, aber keine Motoren. Dafür ist er ein bisschen günstiger. Ganz genau. Und zwar kostet der 159,95. Richtig. Sehr cool. Er ist auch wieder da. Der war ja lange auch nicht lieferbar. Er ist wieder da. Der Preis hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zu früher, weil wir ihn einfach zu dem alten Preis nicht mehr einkaufen konnten. Auch in China ändern sich die Preise. Ja. Überall ändern sich die Märkte. Ja, überall merkt es an der Tankstelle, merkt es in den Supermärkten. Ja. Und das ist, mal ganz abgesehen von den Lieferkosten, den Containerkosten, auch in China nicht anders. Das wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf die Welt hinaus. Aber ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr ihn motorisiert oder unmotorisiert haben wollt. Und der dritte im Bunde, er hier, ist auch wieder da. Da freue ich mich ganz besonders. Der fehlt da, mir nicht noch. Ja, das ist auch, der ist wohl auch sehr anspruchsvoll. Ich erinnere mich an das Video, das damals der Matthias, weiß hat gar nicht mehr, Matthias mit Klaus oder mit Micha geredet. Und da meinte er, das ist quasi Masterclass-Building. Also viel komplexer wird es nicht bei Autos. Da ist eine Gangschaltung drin, glaube ich. Ja. Der war wohl nicht ohne. Aber hat auch eine echte Herausforderung für Leute, die gerne solche großen Technikmodelle bauen. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Jetzt komme ich auch mal dran. Jawohl. Gucken, ob er wirklich so schwer zu bauen ist. Und jetzt haben wir noch was, über das ich mich besonders freue. Zwei Schiffe von Reobrix. Das hier ist ein bisschen leicht. Es liegt daran, dass der Inhalt da steht. Herrlich. Habe ich schon gebaut. Haben wir auch schon ein Video gemacht. Haben wir schon ein Video gemacht. Ja, und wie fand ich das? Also ich finde es super. Es ist halt beeindruckend. Also es ist wirklich ein beeindruckendes Modell. Also ist top. Und man sieht auch jedes Teil. Ja. Also innen drin sind 28 Kanonen. 28 Kanonen, aber keine weitere Einrichtung. Also die Kajüten sind leer beispielsweise. Es sind halt nicht noch Betten und Fliesen und irgendwas drin. Das findet ihr bei unserer Galeone. Dafür hat die 2000 Teile mehr. Ja. 2500 sogar fast. Das ist dann der Unterschied. Aber hier geht wirklich alles in die Größe, in die Länge, in die Höhe. Tolle Stoffsegel. 3162 Teile. Und das Gegenstück dazu, der finstere Widersacher, ist natürlich die Pirate Revenge. Das große Piratenschiff mit ganz viel. Erinnert mich so ein bisschen an Hook auch, ne? Dieses Schiff aus Hook mit diesem auch riesigen. So übertrieben mit dem, hoch. Ja, gigantisch. Sieht cool aus. Das baut der Niklas in seinem Urlaub. Das werden wir euch natürlich noch zeigen. Das kostet 149,95, soweit ich weiß. Also auch ein echtes Schnäppchen. Geil, will ich auch aufgebaut sehen. Hat ein paar weniger Kanonen. Also soll Niklas sich hüten, wenn er damit gegen Mainz antreten möchte. Ja, das dezent weniger sind irgendwie 18 Kanonen weniger oder so. Ja. Finde ich auch klasse. Also ganz zum Schluss setzen wir noch mal einen drauf, was die Teilemenge angeht. Steht auch ein Designer dabei. Das sind über 5000 Teile, oder? Ich bin hin und weg von dem Ding. Ich habe das vorhin gesehen, also finde ich klasse. Gefällt mir super. Würde ich auch gern bauen. Hier steht es nicht drauf, wie viele Teile es sind. Steht es bei dir? Auf meinem Zettel steht, 5430 Teile. Also eine riesige, wahrscheinlich chinesische, es ist langer Marsch. Es gibt verschiedene Raketentypen für das sehr ambitionierte chinesische Weltraumprogramm. Da gehen die ja auch wirklich massiv nach vorne und das Ding ist gigantisch groß. Ja. Leider stehen die Maße hier nicht. Ist aber ein Riesending. 5800 Teile, ein Riesengewicht. Wie teuer? 249,95. 209. Oh, warte mal. Da geht was. Und da kommen dann auch die Maße, oder? Kommen da Maße? Nee, leider nicht. Nein. Sah so aus im ersten Moment. Schade.
Aber das sieht groß aus. Ja, also das ist massiv. Mal, vielleicht nicht ganz so hoch wie zwei übereinander, aber... Ja, klasse. Vielleicht bauen wir es irgendwann mal auf, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ein Riesen-Oschi. Ja, und ich würde sagen, das war's mit den Neuheiten. Reicht jetzt vielleicht auch. Ja, ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass nicht nur Neuheiten gekommen sind, es sind auch viele Sachen angekommen, die es schon gab und die zwischendurch vielleicht mal weg waren. Also falls ihr brav diese Verfügbarkeitsmails bei Artikeln gedrückt habt, die euch interessieren, beispielsweise diesem roten Supercar, dem motorisierten von Kada, müsstet ihr in den letzten Tagen die ein oder andere Benachrichtigung bekommen haben. Und wenn nicht, nutzt diese Mails. Genau, unbedingt. Das ist, dann bekommt ihr genau die Info, die ihr haben wollt. Ob ihr dann bestellt, ist ja immer noch euch überlassen. Ja. So ist es. Ja, dann haben wir das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Nicht vergessen, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Ciao. Oh, was ist drum, oder? Das ist heftig, ja. Also, ich denke mal, das ist bestimmt. Also, so. Mhm. Ordentlich groß.